In einem Wald weit, weit entfernt lebten zwei gierige Wölfe namens Jack und Hector. Sie verstanden sich gut, doch wenn es um Essen ging, stritten sie immer. Eines Tages, während sie sich schon wieder um einen Apfel stritten, bemerkte Hector hinter dem Baum eine Ziege. Genieß deinen Apfel, Jack. Ich habe einen viel besseren Snack gefunden. Als Hector langsam um den Baum herumging, schlich auch der Wolf Jack unbemerkt auf die andere Seite. Die unschuldige Ziege, die von all dem nichts ahnte, fraß genüsslich das frische grüne Gras. Die zwei Wölfe standen einander gegenüber, sahen sich an und stürmten gleichzeitig auf die Ziege zu. In dem Moment, als die Ziege auf den Baum hochsprang, um einen Apfel zu erreichen, stießen die beiden Wölfe zusammen. Autsch! Unbeschwert fraß die Ziege den Apfel. Die Wölfe kümmerten sie nicht einmal. Dann entschied sie weiterzuziehen und das Gras auf der anderen Seite der Brücke zu fressen. Die Wölfe, ohne zu zögern, jagten der unschuldigen Ziege sofort hinterher. Während die Ziege mit ihrem leichten Körper schnell über die hölzerne Brücke lief, brach die Brücke unter dem Gewicht der Wölfe zusammen. Du, die Brücke ist wegen deinen Riesenpfoten eingestürzt. Nein, wenn dann wegen deinem vollen Bauch. Als Jack sah, wie die Ziege den Berg hinaufkletterte, warf er eine Handvoll Schlamm auf Hector. Und rannte zum Berg. Hector befreite sich vom Schlamm und folgte ihnen schnell. Während die unschuldige Ziege fröhlich von Stein zu Stein hüpfte, la 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 la, war sie sich immer noch nicht bewusst, dass die Wölfe hinter ihr her waren, um sie zu fressen. In dem Moment lösten sich kleine Steine unter den Hufen der Ziege und landeten auf Jack. Als Jack das Gleichgewicht verlor und auf Hector fiel, der direkt hinter ihm war, stürzten sie zusammen hinunter und prallten auf den harten Stein. Wir konnten sie wieder nicht fangen wegen dir. Die zwei törichten Wölfe erkannten, dass sie die Ziege auf diese Weise nicht fangen konnten. Wolf Hector sagte, Schau, Bruder, du bist hungrig, ich auch. Lass uns die Ziege zusammenfangen und teilen. Jack dachte eine Weile nach und stimmte zu. Kurz darauf sahen sie, wie die Ziege in eine Höhle ging, und folgten ihr. Hey Ziege, du bist umzingelt. Wir werden dich nun endlich fressen, sagte Wolf Hector. Gerade als die Wölfe sich auf sie stürzen wollten, hielt die Ziege sie auf. Ich reich doch nicht für zwei. Draußen ist eine ganze Ziegenherde. Während die gierigen Wölfe diskutierten, Ich geh. Nein, ich. Als sie von der Herde hörten, schlüpfte die kleine Ziege zwischen ihnen hindurch. Sie versperrte den Eingang der Höhle mit einem riesigen Stein, den sie davor schob. Beide Wölfe waren in der Höhle gefangen. Während die Ziege draußen unbeschwert weitergraste, zahlten die gierigen Wölfe mit ihren leeren, hungrigen Mägen den Preis dafür, nicht vereint gewesen zu sein. Wenn wir doch wenigstens noch Äpfel zu fressen hätten. Au! Die drei kleinen Schweinchen waren an diesem Tag sehr, sehr glücklich. Denn die Schweinemutter hatte die leckersten Lebensmittel für ein Picknick am See in ihre Körbe gepackt. Seid vorsichtig, okay? Kommt nach Hause, bevor es zu spät ist, Kinder. Okay, Mama. Die kleinen Schweinchen gingen aufgeregt zum Seeufer. Sie aßen beide und hatten Spaß. Sie bemerkten jedoch nicht, dass der Wolf sie hungrig durch die Bäume beobachtete. Nicht eins, nicht zwei, sondern drei Schweine.
Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, machten die Schweine einen ruhigen Nachmittagsschlaf. Der gierige Wolf nutzte dies aus und näherte sich ihnen langsam. Mit einem dünnen Zweig kitzelte er das Ohr des jüngsten Schweins. Geh weg, Fliege! Gurki schob die Fliege mit der Hand weg. Aber nach einer Weile wurde er erneut gekitzelt. Schließlich öffnete er die Augen und sah, dass es ein riesiger Wolf war, der ihn kitzelte. Wacht auf, Wolf! Als die beiden anderen Schweinebrüder aufwachten und den Wolf vor sich sahen, rannten sie schnell und verließen den Picknickplatz. Der Wolf hatte es nicht so eilig, die Schweine zu fangen, da er dachte, dass sie mit diesen winzigen Füßen sowieso nicht weit kommen würden. Denn die Wolfsfüße waren riesig. Die kleinen Schweinchen sahen direkt vor sich einen riesigen weißen Palast. Sie dachten, dass der Wolf sie nie finden würde, wenn sie hineinliefen. So gelangten sie durch das prächtige Gartentor des Palastes. Die Besitzerin des Palastes war das schöne Schneewittchen. Während die Prinzessin im Garten mit dem Jäger plauderte, bemerkte sie, dass die Schweine hereinkamen. Obwohl der Jäger sofort Pfeil und Bogen ergriff, hielt Schneewittchen ihn auf. Stattdessen wollte sie den kleinen Schweinchen helfen und ging ihnen nach. Schweinchen, wartet! Doch als die Schweine den Jäger sahen, erschraken sie so sehr, dass sie nicht einmal bemerkten, dass Schneewittchen nach ihnen rief. Während sie sich Gedanken darüber machten, wo sie sich verstecken sollten, stießen sie auf drei Türen in drei verschiedenen Größen. Das kleine Schwein Gurki ging durch die kleine Tür. Das war ein Spielzeugzimmer. Überall gab es allerlei Spielzeug. Das mittlere Schwein, Torki, stürzte durch die mittlere Tür. Dieses Zimmer war ein Bücherzimmer. Überall war es voller Bücher. Und ihr ältester Bruder, Porky, kam durch die größte Tür hinein. Dies war ein Esszimmer. Drinnen stand ein riesiger Tisch mit verschiedenen Speisen. In der Zwischenzeit gelang es dem Wolf, den Schweinespuren folgend, in den Palast einzudringen, ohne von dem im Garten stehenden Jäger gesehen zu werden. Er kam vor die kleine Tür, als er durch den Palast ging und schnüffelte. Ich weiß, dass du hier bist, Schweinchen. Öffne die Tür oder ich schnaufe und puste und sprenge den Raum in die Luft. Als das kleine Schwein Gurki die Wolfsstimme hörte, versteckte es sich voller Angst zwischen den Spielsachen. Nein, das kannst du nicht. Der Wolf schnaufte und pustete. Die kleine Tür sprang auf. Gurki fing an, zwischen den Spielsachen herumzulaufen. Hilfe! Gerade als der Wolf das kleine Schweinchen fangen wollte, lief Gurki aus dem Zimmer und rannte zu Torki. Torki nahm seinen Bruder sofort bei sich auf. Als Gurki seinem Bruder erzählte, dass der Wolf hinter ihm her sei, umarmten sich beide voller Angst. Diesmal kam der Wolf vor die mittlere Tür. Ich weiß, dass ihr da drinnen seid, Schweinchen. Öffnet die Tür oder ich schnaufe und puste und spreng den Raum in die Luft. Diese Tür ist größer. Du kannst sie nicht einfach so einreißen. Also schnaufte und pustete der Wolf. Und so wurde die mittlere Tür geöffnet. Die Schweinchenbrüder fingen an, vor dem herumspringenden Wolf davonzulaufen. Der Wolf wollte sie beide gerade fangen, als Torki und Gurki schnell davonkamen und zu ihrem Bruder Porky rannten. Porky ließ seine Brüder herein und schloss die Tür fest. Er sagte seinen Brüdern, dass sie hier in Sicherheit seien und dass der Wolf nicht die Kraft habe, diese Tür aufzubrechen. Diesmal kam der Wolf vor die große Tür. Ich weiß, dass ihr da drinnen seid, Schweinchen. Öffnet die Tür oder ich schnaufe und puste und spreng den Raum in die Luft. Die Schweine versteckten sich aus Angst unter dem großen Esstisch. Und so schnaufte und pustete der Wolf. Aber die große Tür ging nicht auf. Der Wolf schnaufte und pustete erneut. Die Tür stand einfach da, intakt.
nicht zerstört. Gerade als der Wolf mit aller Kraft gegen die Tür treten wollte, erschien Schneewittchen direkt neben ihm. Hey Wolf, lass die Schweine in Ruhe und verlasse jetzt meinen Palast. Der Wolf war sehr wütend auf Schneewittchen, das ihn aus dem Palast vertreiben wollte. Er fuhr seine spitzen Krallen aus und ging auf die Prinzessin zu. Er dachte, er würde sie zuerst fressen und dann die Schweine. Gerade als der heimtückische Wolf sich auf Schneewittchen stürzen wollte, kam der Jäger herein. Der Jäger spürte die Gefahr und feuerte seinen Pfeil auf den schweren Palastvorhang über dem Kopf des Wolfes. Mit einem Knall fiel der Vorhang auf den Wolf. Hilfe! Was für ein schweres Ding ist das denn? Ich werde es nicht los! So sehr sich der Wolf auch bemühte, er konnte sich wegen des Gewichts des Vorhangs nicht bewegen. Schneewittchen nutzte dies aus, öffnete mit ihrem Schlüssel die große Tür und ging zu den Schweinen, die sich unter dem Tisch versteckten. Sie erzählte ihnen, dass sie den Wolf gefangen hatten und dass sie ihn weit vom Palast wegschicken würden. Die Schweine kamen freudig heraus und umarmten Schneewittchen. Juhu, danke! Du bist unsere Heldin, Heldin Schneewittchen! Der Jäger des Palastes fesselte den Wolf sofort mit Seilen und ließ ihn in der hintersten Ecke des Waldes zurück. Und so entstanden Freundschaften zwischen Schneewittchen und den drei kleinen Schweinchen, die für immer halten werden. Und der Wolf im hintersten Winkel des Waldes dachte darüber nach, wie sehr ihn seine Gier verletzt hatte. Tief im Wald in der Nähe eines schönen Sees lebte ein Wolf. Ein hungriger Wolf, dessen Magen knurrte. Er hatte ein Auge auf drei schmackhafte junge Schweine geworfen und wartete auf eine Gelegenheit, sie zu fangen, um sie zu seinem Abendessen zu machen. Das älteste der Schweine war gierig und gefressig. Er aß immer das Essen seiner Brüder und teilte sein eigenes nie mit ihnen. Hey! Der Apfel gehört mir. Ich heb ihn mir für später auf. Ein gieriges, gefräßiges Schwein, hä? Ich wüsste, wie ich eins fangen kann. Der böse Wolf legte einen der Lieblingsäpfel des gefräßigen Schweins auf den Waldweg. Und er stellte eine Falle am Ende der Straße auf. Und jetzt isst ganz viele von den Äpfeln, damit ich satt werde, wenn ich dich fresse. Das riesige, gefräßige Schwein war überglücklich, als es auf dem Heimweg bemerkte, dass es viele verschiedene Äpfel auf dem Boden liegen hatte. Meine Lieblingsfrucht. Njam, njam, njam. Was ist das? Noch ein Apfel? Njam, 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 njam. Was? Es gibt so viele Äpfel hier? Ich muss sie alle mitnehmen, bevor meine Brüder sie sehen. Denn sie gehören mir. Mir. Als das riesige, gefräßige Schwein den letzten Apfel pflücken wollte, zog der Wolf an der Schlinge und ein riesiges, schweres Netz fiel auf das Schwein. Obwohl sich das Riesenschwein wehrte, konnte es nicht aus dem Netz entkommen. Hilfe! Hilfe! Was ist los hier? Hilfe! Du bist in meine Falle gegangen. Ich nehme dich mit nach Hause und fresse dich, du gefräßiges kleines Schwein. Zu dieser Zeit hörten die Schweinebrüder, die sehr hungrig waren, die Stimme ihres Bruders. Hilfe! Hilfe! Lasst mich gehen! Hilfe! Als sie in großer Eile zur Waldstraße eilten, sahen sie, dass der böse Wolf ihren großen, gierigen Bruder gefangen hatte. Oh nein, wir müssen ihn retten! Aber ich bin nicht stark genug. Ich habe Angst vor dem großen Wolf. Trotz allem beschlossen die tapferen kleinen Schweine, ihren Bruder zu retten. Sie folgten ihm, als der Wolf das Riesenschwein in seine Höhle brachte. Müde vom Tragen des Riesenschweins schlief der Wolf ein. Psst,
Hey! Hallo? Ist da jemand? Sch, sei still! Wir sind gekommen, um dich zu retten! Die Schweinebrüder versuchten, den Wolf zu schubsen, um ihren Bruder zu retten, aber sie konnten es nicht, weil sie nicht stark genug waren. Wenn du uns die Äpfel gibst, die du in der Tasche versteckt hast, können wir vielleicht unsere Kräfte sammeln und dich retten. Nein, die gehören mir. Wenn ich hier rauskomme, esse ich sie alle alleine. Ah, der Klang der Schweinchen, die Stimmen, verfolgen mich im Traum. Ich werde sie alle fressen, eins nach dem anderen. Dann gehen wir eben. Und du bleibst hier bei diesem Wolf. Das Riesenschwein war endlich überzeugt. Warte. Okay, nimm sie. Aber einen behalte ich für mich. Schweinchen? Ah, okay, na gut. Nimmt sie alle. Die Brüder aßen das Essen, das ihnen das riesige, gefräßige Schwein gab. Und konnten den Wolf schließlich zur Seite schieben. Gemeinsam schafften es die drei Schweinebrüder, das Riesenschwein aus dem Netz zu befreien, und das mit großer Mühe. Dann kehrten sie schnell nach Hause zurück. Als der böse Wolf erwachte, war er sehr wütend, weil das Schwein entkommen war. Ah, niemand steht mir mein Essen. Ah. Das riesige, gefräßige Schwein verstand, dass das Stehlen des Essens anderer Leute eigentlich Gier war. Und von diesem Tag an teilte er gerne alle seine Lieblingsspeisen mit seinen Brüdern. Vor allem diese schönen, bunten Äpfel. Während drei kleine Kaninchen durch den Wald liefen, fanden sie eine riesige Karotte. Wahnsinn! Seht euch das an! Ich hab's zuerst gesehen. Ich habe es zuerst gesehen. Diese Karotte gehört mir. Das ist mir egal. Aber ich habe die Karotte auch gesehen. Während die Kaninchen lange Zeit gestritten haben, hatte einer von ihnen schließlich eine großartige Idee. Gehen wir zum am weitesten entfernten Teil des Waldes und rasen dann bis hierher. Wer zuerst ankommt, bekommt die Karotte. Aber sie konnten sich nicht entscheiden, an welchem Rennen sie teilnehmen möchten. Ich renne sehr gut. Und ich springe sehr gut. In der Zwischenzeit wanderte der böse Wolf Jack hungrig in den Wäldern umher und versteckte sich sofort im Busch, als er das Geräusch der drei kleinen Kaninchen hörte. Ach, ich bin so hungrig. Aber durch das Fressen dieser drei Kaninchen wäre ich wieder satt. Na gut, zuerst das Waldlaufrennen. Sobald der Wolf erfuhr, dass die Kaninchen in den nächsten Tagen am Wettbewerb um die Karotte teilnahmen, grub er ein tiefes Loch in die Laufbahn. Außerdem bedeckte er sie mit Blättern. Keines der Kaninchen kann aus meiner Falle entkommen. Wenig später haben die drei Kaninchen das Wettrennen gestartet. Jeder von ihnen eilte an dem anderen vorbei. Es war nicht klar, wer vorne und wer hinten war. Der große böse Wolf Jack, der die Kaninchen sah, die in Richtung der Falle liefen, beobachtete sie neugierig. Ihr werdet alle drei in die Grube fallen. Aber die Kaninchen liefen alle an der Falle vorbei, so schnell, dass sie weg waren und nur noch eine riesige Staubwolke hinter ihnen zu sehen war. Der Wolf kam, betrachtete die Falle und war sehr überrascht, weil die Falle noch intakt war. Hä? Warum sind die Kaninchen nicht in meine Falle getappt? Jack machte einen Sprung auf die Blätter, um die Falle zu kontrollieren. Zwei Sprünge und das dritte Mal fiel er selbst in die Grube. Oh nein! Ich bin in meine eigene Falle getappt! Oh. Während der Wolf versuchte, aus der Grube herauszukommen, wetteiferten die drei kleinen Kaninchen darum, wer am weitesten springen kann. Denk dran! Wir werden springen, indem wir den Weg weiter in Richtung Karotte folgen! Gerade als das Rennen beginnen sollte, hat das zweite Kaninchen einen Dorn im Fuß. Aber ich kann mit diesem Dorn nicht springen. Oh.
Während ihre Kaninchenfreunde ihr dabei halfen, änderte der böse Wolf Jack die Richtung der Pfeile für die Karotte. Springt nur in den Sumpf. Ich werde euch mit großem Appetit verschlingen, ihr süßen kleinen Kaninchen. Jack machte sich vor den Kaninchen auf den Weg in den Sumpf. Inzwischen hat das zweite Kaninchen endlich ihren Fuß von dem Dorn befreit und das Springrennen begann. Jeder von ihnen sprang weit voneinander entfernt, den Hinweisschildern folgend. Nach einer Weile kamen sie an einen Scheideweg. Es gab Hinweise auf die Karotte auf beiden Seiten und sie waren sehr verwirrt. Gehen wir nach links oder rechts? Ich denke links. Nein, nein, rechts! Die Kaninchen beschlossen, auf der linken Straße weiterzugehen. Währenddessen verbreitete der böse Wolf den klebrigen Honig, den er von den Bienen gestohlen hat, auf dem Felsen in der Mitte des Sumpfes und begann neugierig auf die Kaninchen zu warten. Das wird euer letzter Sprung sein, Häschen. Die Kaninchen sahen schließlich, dass die Stelle, an der sie aufgesprungen waren, ein Sumpf war, nicht der Anblick der Karotte. Niemals! Ich denke, wir haben den Weg zur Karotte. Dann lass uns über die Steine im Sumpf springen und ihn überqueren. Während die Kaninchen über die Steine sprangen, blieb einer von ihnen an dem Felsen hängen. Hilfe, ich klebe am Stein! Ich kann nicht springen! Seine Freunde, die dem verunglückten Kaninchen helfen wollten, kamen zu ihm und zogen ihn an seinem Arm. Vielen Dank, meine Freunde. Also setzten die Kaninchen das Rennen fort. Der böse Wolf Jack, dessen Hände mit Honig bedeckt sind, wurde von Bienen angegriffen. Während er dachte, er würde die Kaninchen fangen, Bäh, Hilfe! Fiel er in den Sumpf, während sie vor Angst wegliefen. Au, autsch! Ich versinke! Hilfe! Die Kaninchen kamen endlich für das dritte Rennen an ein Flussufer. Ich kann sehr gut schwimmen. Sieh zu, wie ich Erster werde. Während die Kaninchen miteinander gesprochen haben, hatte Jack einen anderen Plan. Er platzierte einen knackigen Salat genau da, wo die Kaninchen landen würden. Er nahm ein langes Netz in seine Hand und kletterte auf den Baum. Während die Kaninchen Salat fressen, werde ich sie von hier aus fangen. Die Kaninchen haben schnell ein Schwimmrennen gestartet. Wenn der eine vorausschwamm, schwamm der andere schneller und überholte den anderen. Schließlich kamen sie alle drei gleichzeitig an und beendeten das Rennen. Als die Kaninchen den Salat sahen, begannen sie genau dort, wo er war, zu essen, mit großem Appetit. In dem Moment, als der böse Wolf kurz davor war, sie von der Spitze des Baumes zu fangen, verfing sich einer der vorbeiziehenden Störche in Jacks Netz und flog mit ihm davon. Nein, lasst mich runter! Hey! Die Kaninchen kamen schließlich an die große Karotte heran und sie begannen zum letzten Mal in Richtung der Karotte zu rennen. Aber Jack, der Wolf, getarnt als Karotte, wartete auf die Häschen an der Ziellinie. Dieses Mal werde ich euch fressen, sobald ich meinen Mund öffne. Während der Wolf auf die Kaninchen mit geschlossenen Augen und offenem Mund wartete, kam ein alter Bauer mit Freude auf ihn zu, als er eine riesige Möhre sah. Wow, sieh dir diese Karotte an, die ist riesig. Der Bauer hat nicht einmal bemerkt, dass die Karotte, die er geschultert hat, in Wirklichkeit ein verkleideter Wolf als Karotte war. Lass mich! Ich bin keine Karotte! Ich bin der böse Wolf! Der böse Wolf! Jack!
Am Ende des Rennens haben die Kaninchen zur gleichen Zeit die Ziellinie erreicht. Alle drei belegten also den ersten Platz. Wir haben alle Rennen zur gleichen Zeit gewonnen. Dann können wir drei die riesige Karotte teilen. Ja schon, aber wo ist die Karotte? Wenn die Kaninchen ein bisschen herumlaufen, finden sie die echte Karotte, die der Wolf versteckt hat. Und sie haben alle gut zusammen gegessen. Denn das Wichtigste ist es, gute Freunde zu haben, mit denen ihr alles zusammen erreichen könnt. Eines Tages wurde tief im Wald ein Tiergericht gegründet. Fast alle Tiere waren zusammen, um an diesem Tag das Gericht zu beobachten. Lady Chicken saß am Schreibtisch, um eine Beschwerde nach der anderen zu schreiben und trug ihre Brille, um keine Fehler zu machen. Der Prozess gegen die drei kleinen Schweinchen und dem großen bösen Wolf, schrieb sie auf das Papier, das vor ihr lag. Zu dieser Zeit waren alle aufgeregt und warteten auf den Richterpapagei. Denn wenn das Waldgericht gegründet wurde, war er es, der bestimmte, wer im Unrecht und wer im Recht war. Nach einiger Zeit brachte das größte Tier der Waldfamilie, der Elefant, die drei kleinen Schweinchen mit. Porky, Torky und Gurki sind vom Rücken des Elefanten gesprungen und nahmen ihre Plätze ein. Ein anderer Elefant brachte den großen bösen Wolf auf seinem Rücken. Die Tiere waren natürlich verängstigt, als sie den Wolf sahen. Und schließlich kam auch der Richterpapagei, der das Gericht leiten sollte. Er saß auf einem Baumstamm, der höher stand als alle anderen. Die Tiere standen auf, wegen ihrem endlosen Respekt vor ihm. Hallo, meine Waldfreunde. Ihr könnt sitzen bleiben. Der Papagei las die Notizen von den Papieren vor ihm. Die Mutter der drei kleinen Schweinchen meldete sich sofort zu Wort. Lieber Papagei! Der Wolf! Weißt du? Du weißt! Hat versucht! Meine Kinder zu fressen! Meine Kinder zu essen! Bitte nicht vor dem Papagei sprechen! Wenn jemand vor dem Papagei sprach, sprach der Papagei es nach. Er musste Wasser trinken, um dies nicht zu tun. Ruhe, bitte! Ja, hört euch erst einmal die Beschwerde von den drei kleinen Schweinchen an. Hallo, lieber Papagei. Mein Name ist Gurki, das jüngste Schweinchen unserer Familie. Ich lebe in einem Strohhaus, das ich selbst gebaut habe. Ich war sehr stolz darauf, aber eines Tages schlich sich der große böse Wolf an vor meinem Haus und versuchte mich zu fressen. Nein! Ich erhebe Einspruch. Einspruch! Lieber Papagei. Papagei! Bitte nicht ohne Erlaubnis sprechen. Zum Glück gab der Elefant dem Papagei etwas Wasser mit seinem Rüssel und das Gericht konnte fortfahren, wo es aufgehört hatte. Wir machen weiter mit der Schweinefamilie. Lieber Papagei, der Wolf, den du da siehst, ist absolut schuldig. Er zerstörte mein Holzhaus und wollte mich fressen. Danach flohen wir zu unserem Bruder Porky, um unser Leben zu retten. Aber der böse Wolf hat nicht aufgehört, lieber Papagei. Er kam auch zu mir nach Hause. Nach den Regeln des Waldes darf niemand das Haus eines anderen betreten, ohne Erlaubnis oder Ankündigung. Ja, natürlich, na klar. Es ist doch schade, auf jeden Fall. Das ist nicht akzeptabel. Der Papagei schlug mit dem Hammer auf den Tisch, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die Lärm machten. Ruhe bitte! Alle müssen gleichermaßen gehört werden. Waldtiere, lasst uns also hören, was der Wolf zu sagen hat. Zunächst einmal, hallo Waldtiere. Ihr kennt mich alle als den großen bösen Wolf. Aber eigentlich bin ich ein guter Wolf. Wölfe, die kleine Kinder fressen, sind nicht gut. Guck. Bitte nicht ohne Erlaubnis sprechen. Während der Papagei sein Wasser trank, fuhr der Wolf fort, um zu erzählen, was passiert ist. An dem Tag, als der Vorfall passierte, bin ich früh am Morgen aufgestanden. Ich hatte ein schönes Frühstück. Was hast du denn gefrühstückt?
Ich habe Erdbeeren zwischen die Blätter der Haselnuss gesteckt, um sie anzurichten, Sir. Dann habe ich einen kleinen Spaziergang im Wald gemacht. Zu dieser Zeit sah ich das Strohhaus gebaut vom Schweinchen Gurki. Das Haus sah irgendwie nicht aus wie ein solides Haus. Ich hatte Angst, es würde einstürzen und das kleine Schweinchen unter sich begraben. Also habe ich das kleine Schweinchen darauf hingewiesen, dass sein Haus nicht stabil genug ist. Als es mir nicht geglaubt hat, habe ich gesagt, ich würde reinpusten, um es zu beweisen. Damit es endlich versteht. Dann hast du geblasen und gepustet und sein Haus zerstört, oder was? Ja, Sir, ich habe dem Schweinchen beweisen wollen, was es mir nicht geglaubt hat, dass sein Haus nicht stabil ist. Dann sah ich eine kleine hölzerne Hütte ein bisschen weiter weg. Als ich näher kam, wurde mir klar, dass auch dieser Ort nicht sicher war. Außerdem waren dieses Mal gleich zwei Schweinchen drin. Ja, das war mein Haus. Mein Bruder hatte große Angst. Große Angst! Und ist zu mir gekommen. Und ist zu mir gekommen! Ich bitte euch, stört niemanden! Entschuldigung, Mrs. Hühnchen. Du kannst weiterreden, Wolf. Auch diese Hütte war nicht stabil. Ich wollte pusten und schnaufen und das Haus zerstören, sagte ich durch das Fenster. Und ich habe gepustet. Die Hütte wurde auch zerstört. Du hast also gepustet, um zu zeigen, dass das Haus, das sie gebaut haben, ihnen schaden würde? Ja, lieber Papagei. Und die Schweinchen dachten, du hättest es getan, um sie zu fressen. Lieber Papagei, er wollte uns fressen. Der Papagei wollte gut darüber nachdenken, über das, was die Schweine sagten und was der Wolf gesagt hatte. Dafür flog er Richtung Himmel und landete auf einer Wolke. Dies war sein Ort der Besinnung. Inzwischen diskutierten die Tiere, die im Wald warteten, darüber, wer Recht hatte und wer im Unrecht war. Ich glaube, die Schweine sagen die Wahrheit. Ich habe noch nie einen guten Wolf gesehen. Ich glaube, der Wolf sagt die Wahrheit. Warum sollte er die Schweinchen fressen, wenn er satt ist? Ja, genau. Ja, natürlich. Klar. Schließlich traf der Papagei eine Entscheidung und schwebte von der Wolke der Reflexion hinunter. Er landete wieder oben auf dem Baumstamm. Alle waren aufgeregt, die Entscheidung des Papageis zu hören. Ich bin durch das Nachdenken zu einer Entscheidung gekommen. Nach den Regeln des Waldes schreiben Sie, Frau Huhn. In unserem Waldleben haben wir noch nie einen Wolf gesehen, der etwas Gutes tut. Wir haben nichts gesehen. Nein, das ist wahr. Das bedeutet nicht, dass Wölfe nicht Gutes tun können. Ja, das können sie natürlich. Stimmt. Aber ich dachte, eigentlich Haselnussbäume und Erdbeeren wachsen nicht in unserem Wald. Ah ja, das ist wahr. Es gibt keine Haselnussbäume oder Erdbeeren in unserem Wald. Ein Wolf, der sogar dabei lügt, was er gegessen hat, hat also auch sonst nicht die Wahrheit gesagt in diesem Fall. Meine Entscheidung lautet, der Wolf baut umgehend ein neues und intaktes Zuhause für die drei kleinen Schweinchen. Auf diese Weise wird er als einziger Wolf im Wald Gutes getan haben und ein Vorbild für andere Wölfe. Danke, lieber Papagei. Der Prozess der drei kleinen Schweinchen und des großbösen Wolfes ist vorbei. Also, alle Tiere im Wald verstanden, wer Recht hatte und wer im Unrecht war. Nach diesem Tag lebten alle in Frieden und Glück weiter, indem sie die Regeln des Waldes befolgten.